Da hatte ich jetzt echt Schiss vor. Zum Glück ist das nicht der Fall gewesen. Werde noch mal eben Tisch gucken, wo ich die und zwar das Dunkle. Den Namen jetzt gar nicht. War das Oak? Da werden jetzt die Fertigbau-Items reingepackt. Wie kennzeichne ich die denn mal? Ich glaube, ich mache da mal ein Dreieck. Gut. Und das Ding wird genannt Items. Das Wichtige ist nur die Vorderseite der Kiste, die anderen Seiten sieht man, glaube ich, eh nicht. Ja, das war jetzt genau falsch gedacht, weil die Seiten. Ups. Die Seiten sieht man, wenn ich das ja so hinstelle, was ja wesentlich platzsparender ist, ne? Ah! Da hab ich mich doch. Naja, gut. Dann. Warte mal, kann ich die hier vielleicht runter noch stellen? Ach, hier ist doch noch Platz ohne Ende. Dann mache ich hier eine zweite Kiste, nur wo diese Dinger reinkommen. Ach, ich habe jetzt natürlich drei hergestellt für Fertig-Items. So viele Kisten brauche ich ja nie im Leben. Glaube ich zumindest, aber es wird schon recht voll mit den Sachen, die ich jetzt schon fertig habe. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was die Zeit so bringt. Habe ich hier gedroppt? Ich habe doch gar nichts gedroppt. Da ist auch nichts. Seltsam. Definitiv, da ist nichts. Deine. Ja, reparieren kann ich noch nicht. Das müsste ich eventuell noch mal reparieren oder zumindest die Items mitnehmen, die ich für eine Reparatur unterwegs oder für eine Neuanschaffung unterwegs brauche. Weil wenn ich jetzt noch zwei, dreimal kämpfe, dann werde ich wahrscheinlich die Waffe verlieren. Ach so, ich muss die Bolts ja noch neu machen. Oak Wood, ja, habe ich auch nicht mehr. Oh Mann, ich muss so viel jetzt farmen. Das heißt, ich werde jetzt als erstes die Oat Wooks organisieren. Genau, ich lasse das aber noch hier. Wie gesagt, wenn ich stirbe, dann sind die Items weg, wenn ich da nicht mehr hinkomme. Und warum soll ich die Items mitnehmen, die ich im Moment nicht einsetze?
Das wäre ja blöd. Habe ich alles? Nee, ich brauche nur eine Picke. Die Picke ist ja noch kaputt gegangen und das muss ich aus dem, oder nicht muss, werde ich aus dem bestehenden Fundus machen. Picke, was fehlt? Immer noch Holz. Na gut. Das hatte ich noch gesehen. Das kann ich ja währenddessen schmelzen lassen, wollte ich sagen. Das muss doch mit jedem Holz zu machen sein, ne? Redwood. Kann ich das aber nicht im Hintergrund? Gucken. Das müsste der jetzt aber im Hintergrund machen, ne? Ja. Sehr gut, das macht er im Hintergrund. Die. Ja, von hier, da muss noch was. Da muss optisch noch eine Verschönerung rein. Das sieht definitiv zu klobig aus. Das sieht dann eher aus wie so ein Bunker und nicht wie ein Haus. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt die Materialien genug am Mann haben, um uns hier wieder vernünftig ausrüsten zu können. Mal den Baum hier erstmal fällen. Genau ausgereicht, um diesen einen Baum in die Knie zu zwingen. Ja, du kleiner Hampelzündel. What? Warum haben die mich denn so schnell klein gehauen? Hatte ich irgendwas nicht bedacht? Hatte ich auf irgendwas nicht geachtet oder so? Oder? Das erstaunt mich jetzt, dass ich so schnell auf einmal platt bin. Ups. Collect all. Ups. Glaube, die Imps sind aggro. Na gut, ich bin ja auch sehr nah an die Imps gerade rangerannt. Gut, sind aber weg.
Ah ja, nachtaktiv. Genau, das war das ja. Eine Picke herstellen. Eine Axt kann ich nicht mehr herstellen. Oh, mir fehlt Holz. Na gut, das war jetzt blöd. Mal gucken, ob ich damit Holz abbauen kann. Nö. Dann muss ich das auf gute Oldschool-Variante machen. Gut, dass wir jetzt eine Woche lang die Nägel nicht geschnitten haben. Da können wir hier besser die ja, den Holz abkrat das Holz abkratzen. Oder vielleicht haben wir uns einfach die Zähne gut geputzt, dass wir hier einen kleinen Biber spielen. Oh, was ist denn hier? Ui. Solche Sachen, die würde man ohne Aufnahme gar nicht präsentieren können, ne? Dass es hier solche Special Effects gibt. Bei mir bekommt ihr also zu dem Spiel, zu dem normalen Spiel, auch noch Special Effects in jeder Menge. Oh, guck mal. Das bleibt. Okay. Lustig anzusehen. Relativ lustig. Picke. Aber Stein. Jetzt habe ich nicht genug Stein. Da braucht man auch wirklich viele Steine für eine einzige Picke. Oh, da ist ein ganzes Rudel an Beeren. Eins, zwei, drei. Da. Mal gucken. Aber da brauchen wir, wie gesagt, erst wieder die Bowls, weil. Mit dem Crossbow ist es deutlich einfacher. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so vor Fernkampfwaffen gesträubt habe. Ich bin ja normalerweise einer, der immer sagt, ne, Nahkampf und gib ihm. Klar, der Schaden, den man im Nahkampf austeilt, ist höher. Aber sicherer ist man natürlich im Fernkampf. Was jetzt auch keine neue Weisheit ist, das ist ja normal. Wenn man weit vom Ziel entfernt ist, was soll man da für einen Schaden kriegen? Das müsste jetzt reichen. Was heißt reichen? Reichen wird es nie. Aber zumindest für das, was ich herstellen will. Okay, so, Oak. Jetzt geht's Oak. Oak kriege ich von diesen kleinen Bäumchen da unten. Das war allerdings in der Nähe von den Lizardmans, ne? Also. Da rennen sie schon wieder im Rudel rum. Ich hoffe, dass sie gerade andere Sachen zu tun haben und sich nicht um mich kümmern. Macht ihr da mal Party an aller Ruhe? Und ach ja, da ist ja noch der Alpha, den Elite, den ich haben wollte. Oh gut, der wird auch in ein paar Minuten noch da sein. Da er jetzt schon die letzten, weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe. 2 Stunden? Stunde? Weiß ich nicht. Letzte Stunde, 2 Stunden auf jeden Fall an seinem Platz verweilt hat.
Also der erste Part wird auf jeden Fall geschnitten, das hatte ich ja schon gesagt, aber das ist jetzt eigentlich egal, weil das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Video, nachdem ich das gesagt hatte. Und ja, hier, das wird jetzt aber so laufen, weil da ist ja mit viel Bewegung, das ist ja mit eventuell irgendwelchen Sachen, die passieren können, das gehört also alles zum normalen Spiel dazu. Ja, ich weiß, das Farm auch. Immer, dass die lieb sind zu mir. Die Lizardmans, das ist ja also nicht so eine Reichweite haben, dass sie mich hier oben spotten. Ich glaube, eine richtig sichere PvP-Base könnte man hier nur unter der Erde bauen, oder? Man würde sich also eine größere Höhle bauen oder bestehende Höhle zumachen auf einer Stelle. Hier kann ich nichts abbauen. Vielleicht ist das ein Anzeigefehler, dass ich das schon abgebaut habe. Ja, weil jetzt ist er weg. Dann war es ein Anzeigeding. Also dass man hier so eine Höhle sagt, so man baut die Höhle. Okay. Nehme ich mit. Kein böses Tier da, nein. Was habe ich? Emerald habe ich gefunden. Grünes ist Emerald. Grün ist Emerald. Habe ich noch was? Nö. Nö. Und hier haben wir Erz. Nehmen wir nochmal Kupfer. Kupfer werde ich auch nochmal mitnehmen. Muss ja immer die Löcher ein bisschen größer machen, da man ja sich nicht ducken kann. Also falls das jetzt hier nicht noch Kilometer weiter geht, ist das ein ganz klitzekleines Erzvorkommen gewesen. Und das war ein klitzekleines Erzvorkommen, jawohl. Trotzdem, ne? Kleinvieh, viel Mist und so weiter, kennt man ja. Deswegen nehmen wir das auch alles mit. Jetzt geht es hier den Bäumen an den Kragen. Ich hoffe mal, dass ich da euch richtig schöne Videos draus schnipsel. Dass ihr da ein bisschen was zum Gucken habt und auch immer fleißig was erzähle. Wobei ich erzähle ja eigentlich fast grundsätzlich vor mich hin, während ich hier am Spielen bin. Zumindest wenn ich eine Aufnahme mache. Also ihr müsst jetzt nicht denken, wenn ich hier keine Aufnahme mache. Okay, dann. Gut, dann machen wir hier eine kleine Zwangspause und wir sehen uns, sobald der Server wieder da ist. Ich wünsche euch was und nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Bis später.